Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Grow Projekt. Schön, dass ihr mit dabei seid und herzlich willkommen zu dem geilsten Projekt auf Twitch. Jeden Montag, 20 Uhr live und auf YouTube bei jedem einzelnen von uns, von den Teilnehmern, von den Kontrahenten, alle in der Videobeschreibung zu finden. Schaut da gerne vorbei. Was ist er denn? Lohnt, lohnt, wir haben keine Zeit. Zeit ist Geld. Wir haben beides nicht. Alles. Hä? Wohin muss das jetzt, hat er gesagt? Warte, tu dem Schafstall irgendwo bei D1. Schafstall D1? Ja, das ist irgendwo hier über und so träg, links, B1, oben. B1, ne? B1, D1, ja, genau. B wie Bertha, ne? B wie Bertha, glaube ich, ja. Okay, Mami, willst du mitfahren oder wie tun wir? Willst du noch hierbleiben? Ich kann auch mitkommen. Ich weiß nicht. Oder? Ja? Nee, zwei fahren hier. Ihr braucht nicht zu zweit fahren. Okay, ich mach wir mal los, ne? Genau. Okay. So, genau, fahr mal los. So, Hannes, für dich habe ich noch eine Aufgabe jetzt. Ja. Und zwar, du schnappst du mal dort hinten den Favorit, den 500er. Ja. Da hängt der Körper dran. Ja. Und da fährst du mal auf die 81 auf die Wiese. Ja. Da musst du die schon mal vorbereiten. Mit dem Körper. Mit dem Körper, genau. Wo ist denn der Körper? Der hängt schon hinten dran, das hab ich schon ein bisschen vorbereitet. Oh, super, ja, klasse. Dann fahre ich die Kubota jetzt nochmal weg und dann machen wir das. Genau, machen wir es. Okay, schön, danke. Super, kein Problem. So, dann fahren wir den jetzt mal ganz schnell weg. Also, Hannes. Ja. Könntest du dann vielleicht mal bloß das Fahrrad noch beiseite machen? Welches? Das da. Das Fahrrad mal beiseite schieben, bitte. Na klar. Ich danke dir mal herzlich. Kein Problem. Warte mal, mein Vater hat die auch an der Seite. Also, so, ich gebe dir schon. Ich hab sie wieder vergessen, deinem Kollegen meine Telefonnummer mal zu geben. Ja. Ich geb dir mal meine Telefonnummer. Ja. Also, wenn was ist, dann könnt ihr mich ja anrufen. Weil Funkgeräte habe ich in den alten Maschinen. Ne? Ja, super. Aber die tragbare kann ich behalten, ja? Die tragbare kannst du dir einstecken. Okay, super. Danke. Gudi, also dann. Alter. Wenn man sein soll, einfach ja. Durchlingen, ne? Ruf ich an. Genau, du kannst zu deinem Kollegen, kannst du irgendeine Telefonnummer und so durchschicken. Das geht gut. Werde ich machen, jo, alles klar. Goodie, alles klar. Denne. Geht aber schnell. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken. Was ist das? Das ist aber Aussaat. Egal, wir nehmen es einfach mal an. Wir nehmen es einfach mal an. Das ist nicht grummern, das ist eine Aussaat. Egal, wir fahren jetzt mit dem Ding trotzdem hoch. Die 81 hat er gesagt, ne? Also das Feld, was wir jetzt gerade gemacht haben, jo. Ist jetzt aber nicht die Quest, die er uns gesagt hat. Okay.
Dann ist das wahrscheinlich die Vorbereitung für die Quest, oder? Dieses Feld hier dann anzupflanzen. Kann das eventuell möglich sein? Ist aber auch eine süße Maschine, oder? Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das jetzt die Vorbereitung dann für die nächste Quest ist. Ich habe die jetzt aber trotzdem einfach schon mal angenommen. Spare die Zeit. Und wir können parallel arbeiten. Bernd, wie läuft's? Oh, Futter ist abgegeben, ich komm zurück. Oh, super Dache. Ich bin hier Ton am Grubbern von der 81. Soll die für irgendwas vorbereiten? Oh, ich bin gleich am Hof, dann können wir, guck ich mal, was er für mich hat. Okay, super. Bis gleich. Bis gleich. Das wird super. Ich gehe mal stark davon aus, dass das dann die Dings ist, die wir anpflanzen müssen. Doch genau deins, was? Der Traktor, oder was? Der Traktor sowieso, genau meins. Und auch die alten Maschinen und so. Es ist genau mein Ding. Das ist genau mein Ding. Ich lieb's. Jetzt schon. Ich lieb's jetzt schon. Ich habe mir zwar vorgenommen, dass wir mehr, noch mehr in diese RP-Schiene auch mit den anderen Kontrahenten hier reingehen, aber mal gucken, wie wir das hinkriegen. Fahr doch hoch und runter, ja, mache ich jetzt auch gleich. Wollte nur ein bisschen Vorgewende machen. Weil hier hast du halt auch wieder diesen zeitlichen Druck so ein bisschen, ne? Aber wir könnten sie natürlich auch ablenken, indem wir halt die ganze Zeit mit ihm irgendeinen Scheiß machen oder so. Gott. Hier hoch und runter weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Wahl ist, weil du fährst hier halt echt einen Riesen. Alter, was ist denn hier los? Schlachtschiff? Ist das ein Schiff zum Wenden? Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das die beste Wahl ist, hoch und runter zu fahren, aber wir machen es einfach trotzdem, wa? Ein paar Reihen überspringen will. Amadil. Hallo, der Bernd. Hallo, Bernd. Ich bin jetzt am Hof. Hat er was gesagt, was wir machen müssen? Gedacht hat er mir, ich soll hier nur ein Feld vorbereiten. Also die 81. Da bin ich jetzt mit dem Grubber unterwegs. Okay. Hast du irgendwie eine Nummer von dem bekommen? Ja, der hat mir hier eine Nummer gegeben. Schickst du ihn mir mal rüber vielleicht? Dann würde ich ihn mal fragen, weil wenn ich rumstehe, das glaube ich, kommt nicht so gut. Ja, tick ich dir rüber, kein Problem. Ja, super. Alles klar. Kriegst du gleich. Super. Gerne. Tschüss. Vor allen Dingen, wie schließen wir denn die Aufträge ab? Können wir die überhaupt selber abschließen? Nö.
Also ich finde das so immer noch am angenehmsten hier. ...25 XP fürs Govern. Ja. Die Frage ist ja jetzt trotzdem, weil er meinte, wir können die selber abschließen. Das glaube ich ja jetzt gar nicht. Hallo, Frosty. Denk mal, er muss unsere Arbeit erstmal begutachten, oder? Weil die Tiere sind nämlich nicht abgeschlossen. Deswegen frage ich jetzt einfach gerade. Jetzt steht Bernd bestimmt die ganze Zeit am Hof und wartet auf den Kollegen, ne? Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich. Also abschließen können wir die nicht selber. Jetzt hätte mich auch stark gewundert, warum wir die selber abschließen könnten. Ich könnte es ja hier voll betrügen und sagen, alles erledigt. Hammer Deal. Ja, der Bernd nochmal. Hallo Bernd. Ist das die richtige Nummer, die du mir gegeben hast? Ich habe jetzt zweimal angerufen, da hebt kein Mensch ab. Doch, hat er. Das, also zumindest das die, die er mir gegeben hat. Okay, ja gut, ich versuch's mal weiter. Ja. Viel Erfolg. Okay. Ich erhab mir aber auch. Länger? Nö, also ich habe jetzt auf jeden Fall nur mehr als die Hälfte hier fertig von dem Feld. Also. Ah, das geht ja richtig, rucki zucki, du. Deswegen. Du, aber er hat mir auch nichts gedacht, wo er hin ist, also. Okay, ja, vielleicht kommen wir auch gleich. Auf dem Tablet haben wir ja, habe ich dieses Tierfüttern, das haben wir gemacht, ne? Ja. Und dieses Grummern, da bist du jetzt bei. Beim Grummern bin ich dabei. Na gut, okay. Dann warten wir mal, bis er kommt. Genau. Gut, ich gehe mal die Küllegrube umrühren. Alles gut. Okay, super. Danke, tschüss. Bis dann. So. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Haben wir jetzt grober das Feld an dem Hof? Okay. Habe ich da nicht irgendwas mit Weizen vorhin gelesen? Aber ist auch gut. Vielleicht habe ich auch die falsche Aufgabe angenommen und jetzt haben sie es nochmal getauscht. Das kann alles im Hintergrund passieren, das ist das Gute. Ich suche ihn nochmal. Anton. So. Jetzt kriegen wir gleich wieder Punkte. Ruf ihn noch an? Ja, nee, er kümmert dich schon. Also, das kriegt er alles hin. Er hat ein großer Junge, der Bernd. Der Bernd kriegt das hin, ich glaub an ihn. Hier kommt der innere Monk durch, ne? Auch wenn das nachher am Ende des Tages wahrscheinlich keinen interessiert oder juckt. Der innere Monk, der kickt. Er kickt einfach.
Nee, die anderen lasse ich jetzt stehen. Scheiß drauf, Alter. Drei waren einfach zu viel. Die zwei hier drüben sind in Ordnung. Alter, der hat aber auch einen Radius, Junge. Das ist ja... Holla, die Waldfee, ey. Eine ordentliche Arbeit ist gute Arbeit. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich kriegst du dafür trotzdem die volle Punktzahl. Aber, ja, du hast recht. Du weißt, der innere Monk kickt bei mir so hart rein bei solchen Sachen. Das ist genauso wie wenn ich hier diese Feldränder sehe, ne? Hier diese Lücken da, diese Feldränder, die nicht gerade sind. Bern. Bern. Ja, ja. Soll ich dir den Frontlader dann aufladen oder willst du es mit der Schaufel reinschmeißen? Wie es für dich passt, wenn du gerade Zeit hast, gerne. Also ich kann dir das mit dem Frontlader gerne reinmachen. Ja, das wäre optimal, du. Dann müsst man, na gut, dann müssen wir, warte, dann müssen wir mal kurz ein bisschen umräumen. Ich versuch mal. Ja, häng mal an. Zur Not nehme ich den Ladewagen aufs Salz weg. So. We did it again. We got it. Fubi, fubi. Ab zum Hof. Und dann geht er weiter hier im Text. Das ist aber die Karte, das gehört zu. Nein, das gehört zu nicht! Dann muss alles fein säuberlich gerade wie an einer Linie gezogen sein hier. So, wo sind sie denn die alten Holding hier? Was ist denn jetzt los? Und jetzt los! Ich höre nichts mehr! Oh, ein bisschen zurück! Ja. Ist voll! Ja, ich fahr wieder zurück. Was ist denn hier los? Hallo! Hallo! Ich darf jetzt dein Feld mit Weizen bestellen. Ja, super. Ja, herrlich. Auf dem Tablet, was wir da haben, ne? Ja. Musst du da die Punkte abhaken oder wie ist denn das? Das ist eine gute Frage. Weil dieses Tierefüttern scheint immer noch auf. Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ah, okay. Also, ich kann hier auf meinem Tablet auf jeden Fall nichts drücken. Okay, ja, dann weiß ich nicht. Vielleicht wird das noch gemacht. Es gibt selbe Probleme. Also nee, wir haben nur geguckt, auf dem Tablet, was wir bekommen haben, da ist dieses Tierefüttern noch drauf. Jetzt sind wir uns nicht sicher, ob wir zu wenig gefüttert haben oder ob das einfach noch nicht abgeschlossen wurde. Warten Sie mal, ich gucke mal an. Ja. Ich rufe mal schnell meinen Sohn an, der kennt sich damit aus. Ich würde mich schon mal losmachen zum Feld, dann Weizen muss im Boden. Genau, fahren Sie mal dorthin. Jawohl, mach ich. Ja. Und wie die, Hannes, gucke ich gleich mal. Finde ich bestimmt noch eine Aufgabe. Ja, gegrubbert habe ich auf jeden Fall auch. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, Ihr Kollege, der hat sich, glaube ich, schon mal auf meinem Hof ein bisschen umgeschaut. Wenn Sie wollen, können Sie gerne mal ein bisschen rumlaufen. Ja, ich guck mich mal ein bisschen um hier. Machen Sie das. In der Zwischenzeit rufe ich mal meinen Sohn an und frage den mal. Und dann kann ich Ihnen das gleich auch beantworten. Bitte doch drum beim Du, Anton. Entschuldigung, ja. Nee, sehr gerne. Ich guck mich mal mit denen um. Dann weiß die wenigsten, wo hier was ist, falls du nachher sagst, fahr mal mit dem Traktor dahin oder so. Dann weiß die wenigsten, wo ich ihn finde. Wenn sie wollen, die Maschinen sind alle aufgesperrt. Wir sind beim Du.
Entschuldigung, ich vergesse, ich bin halt auch schon ein bisschen älter. Also, wenn du möchtest, die Maschinen sind alle aufgesperrt, die Schlüssel stecken zum größten Teil, ist geklaut, wird dir eh nicht. Du kannst dich auch gerne reinsetzen, kannst von mir aus auch mal in eine Runde hochfahren, aber nie weiterfahren. Nee, alles gut. Ich guck mich mal mit denen um. Genau, tob dich mal aus. Das mach ich. Aber weil, so, Hannes. Ja? Falls du mit dem Pirouette fahren solltest, zieh bitte die Schuhe aus. Ich habe innen drinne, habe ich extra hier Bandoffeln drinne. Bandoffeln? Den habe ich erst frisch restauriert, er soll noch ein bisschen sauber bleiben innen drinne. Ja, gar kein Problem, dann die ich meine Tour aus. Ich danke dir auf jeden Fall. Gönni, kein Problem. Hab viel Spaß, wenn du Fragen hast. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe mal telefonieren. Ja, alles klar, machen wir so. Bis Gönni. Gleich. Super Dache. So, jetzt gucken wir uns die erstmal um. Also Kühe sind auch schon mal da. Das ist ja schon mal schick. Wie viel haben wir denn hier? Huch! Dein Tor ist offen, Alter! 15. Machen wir hier. 3. Oh, der hat hier sogar Jungtiere. Wie geil ist das denn? Wenn er mit dem Duft leben kann, puh. Na, ich der Moni. Also ich finde den Hof ja echt auch am geilsten von allen, ne? Also wer sie nicht kennt, das ist die Galgenberg. Auf der Galgenberg haben wir selber auch schon. Kenn ich irgendwo, ja? Hier den Move. Auf der Galgenberg haben wir selber ja auch schon gespielt. Und da habe ich mich ja auch auf diesem Hof hier niedergelassen. Und ich finde den einfach super geil. Ich finde geil, dass wir diesen Hof hier quasi ausgewählt haben. Finde ich gut. Warum haben wir denn nicht damit gemäht? Hühner haben wir noch keine. Hier ist der Hühnerstall. Hier kannst du ein Bio-Lädchen. Hier kannst du, was waren das? Ich glaube, Tomaten und sowas machen. Da sind meine Pantoffeln. Ja, die liegen hier in seinem K900 hier. Warte mal. So, Schuhe aus. Schuhe erst aus oder Schuhe drin aus? Bin gerade ein bisschen. Ja, Hammer Deal. Ja, der Bernd. Hallo Bernd. Was hast du für eine Aufgabe bekommen, wenn ich fragen darf? Bisher noch keine. Ich sitze hier gerade mit Pantoffeln im K700. Musst du da warten? Er hat gesagt, ich soll mich mal ein bisschen auf den Hof umtauen und er ruft erstmal deinen Sohn an. Achso, sein Sohn, ja. Genau. Ich weiß nicht, ich bräuchte mal Saatgut bei Gelegenheit. Ja, zur Not, warte, ich zieh die Pantoffeln wieder aus. Zur Not kann ich ja mit dem Traktor, den hat er hier irgendwo hingestellt, bestimmt, ne? Dann bringe ich dir das Zeug einfach runter. Ja, ich würde, vielleicht will er auch ein bisschen Eigeninitiative sehen, weißt du? Ja, deswegen, ja, nee, ist kein Problem. Ich komme mit der Palette mal zu dir. Das wäre super, dann bis gleich, danke. Bis gleich. Oh, die Soundbugs hier sind aber nicht so geil. Moin. Frage erst, bevor du losmachst. Er ist ja nicht da. Wie soll ich ihm Bescheid sagen? Soll er jetzt da 5 Stunden am Feld stehen? Nö. Er kriegt gar nicht mit, dass wir weg waren. So ein Ding ist das. Er kriegt das gar nicht mit.
So. Jetzt können wir hier einfach warten. Was denn? Nein, Leute, nö. Da wird's doch keinen Ärger geben. Wir machen das hier ganz eigeninitiativ. Hallo. Das machen wir ganz eigeninitiativ. Ganz ohne Probleme, ganz ohne Kummer und so weiter und so weiter. So, das ging jetzt aber Schlag auf Schlag hier mit den nächsten Aufträgen. Aber Jungs und Mädels, das wäre es auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie wir uns hier schnell durchhasseln können durch die Aufträge, die wir kriegen und mit den Leveln, was das auf sich hat und was wir als erstes in dem XP-Baum dann irgendwann mal freischalten mit den nächsten Aufgaben. Schauen wir einfach mal, ja, mit diesem Erfahrungsbaum, der da auf uns zukommt. Wir wissen es nicht, wir haben vorhin ja mal im Browser gemeinsam reingeguckt. Ihr seht das ja, wenn ich da drin rumklicke, das seht ihr auch alles, ihr seht dasselbe wie ich. Da sehen wir ja noch nichts mit Talents oder sonst was, was da alles angeschlagen wird. Also Jungs und Mädels, bleibt gespannt, genauso wie wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei den anderen vorbei, alle in der Videobeschreibung zu finden. Kuss auf die Nuss und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss mit Ö!